TV Straßensound. Also zuerst, ich mache gar keinen Autotune. Das mache ich mit meiner Stimme. Okay, stimmt. Jetzt habe ich gesnitcht wie bei Milli Vanilli. Man merkt einfach, dass wir alle aus einer Zeit kommen, so weißt du, dass wir irgendwie eine Schule durchgemacht haben, aber nie stehen geblieben sind. Mit den Pornos, wie bei allen Sachen. Unfassbar. Es wird immer nur auf einen Film gekeult. Da gab es dann nicht zu unserer Zeit so eine extreme Indizierungswelle, ja. Und mittlerweile hast du doch die Scheiße in den Charts hoch und runter laufen. Ja. Da quatscht doch jeder, was er will. Kokaina. Wurde von wem auf? Von YouTube. Von YouTube. Von YouTube selber. Sex, Drogen, Gewalt, ganz normal. Bang, ich hänge nur mit Fotzen ab, Player King. Du hängst nur mit schwulen Opfern ab, oh Homo. Wir machen Kohle hier in West-Berlin. Ich komme mit Ganoven zum Geschäftstermin, ich schwöre. Das schwöre ich dir, keiner kommt hier ran. Ich schwöre es dir, ich schwöre. Keiner kommt hier ran. Yeah, keiner kommt hier ran. Das schwöre ich dir. Jojojo, hier ist Boogie Darts Keeper, alias Berlins meistkrasser Arzt für TV Straßensound mit den Berliner Urgesteinen, Legenden, Pionieren. Wir fallen jetzt 1000 Namen an, das würde den Rahmen sprengen. Dr. Sex, taktlos, Frauenarzt, der letzte Teite. Ich begrüße euch bei TV Straßensound. Jo, Boogie, wieder am Start hier. Wieder am Start. Danke. Ich danke euch, Digga. Ich habe Pippi in den Augen, euch bei dir auf der Couch sitzen zu haben. Ich freue mich total. Ihr wisst es vielleicht nicht, Arzt hat es vielleicht noch auf dem Schirm, das ist heute die Jubiläumsshow. Seit einem Jahr mache ich TV Straßensound. Seit einem Jahr könnt ihr euch den ganzen Unfug reinziehen, den ich mache. Und ich danke an der Stelle Daud und Marina, die die Idee hatten, und Arzt. Erstmal Props. Und jetzt geht's erstmal zum Interview. Hammer. Es kommt ein Kollabo-Album auf die Welt zu, namens Gott. Mit Taktlos und Frauenarzt. Ich habe davon ungefähr vor zwei Monaten mitbekommen. So spät? Ja, ich kriege immer alles, bei mir dauert alles ein bisschen länger. Nee, von wann, aber ihr habt ziemlich schnell dann auch das Ding durchgezogen, wa? Ich glaube, wir haben schon ein bisschen länger dran gearbeitet, jetzt knapp ein Jahr fast, würde ich schätzen. Doch, dann. Ja, also es ist schon länger in der Mache, als wie es dann intern auch bekannt wurde. Ich konnte schon reinhören und ja gut, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, ihr seid beide extrem gute Arzen von mir, jetzt wie das alte Ding, Boogie pusht nur seine Arzen, aber der Sound ist ja phänomenal, ist ja unfassbar, ist ja, wird ein Meilenstein sein im Untergrund, ist sehr stark, den letzten Titan auf Audio-Tune, das hätte ich mir nie gedacht, es ist unfassbar lyrisch sehr hoch, aber trotzdem mieser West-Berlinster, ja, wie war das Spirit bei dem Album? Also zuerst, ich mache gar keinen Autotune. Das mache ich mit meiner Stimme. Okay, stimmt. Jetzt habe ich gesnitcht wie bei Milli Vanilli. Jetzt ist alles aufgeflogen. Scheiße. Ja, also mit der Stimme, ja. Ja, was ist die Frage? Habt ihr probiert einen neuen Sound? Sind die so entstanden oder ihr habt schon auch mit ein bisschen Bedacht einen neuen Sound da reingebracht, wa? Ehrlich gesagt haben wir am Anfang gar nicht so krass darüber nachgedacht, was wir machen, sondern wir haben einfach mal gemacht. Also wir haben uns am Anfang irgendwie zusammengesetzt und gesagt, wir wollen jetzt ein typisches Frauenarzt-Taktlos-Album machen und schon neu klingen. Also jetzt nicht irgendwie, wir wollten jetzt irgendwie schon probieren, irgendwie ein bisschen rumzuexperimentieren und in alle möglichen Richtungen uns ausprobieren. So. Siehst du es auch so? Er sagt, wie es ist. Das war unser erstes Lied. Das wir zusammen aufgenommen haben. Ja, sag wie es ist. Ein super geiler Song auch. Eigentlich wäre es auch eine Single wert, aber das ist eigentlich jeder Song auf dem Album. Sowieso Proletik, Fick die Biatch-Style. Also da kommen wir auch zum nächsten Thema. Es wird über Proletik und Fick die Biatch released, ne? Ja, Fick die Biatch und Proletik sind die Labels, über die wir das raushauen. Und ja, es ist auch im gewohnten asozialen Style, so wie man das ja von Savard, du hast es ja auch gehört, so. Total. Und auch vom Sound ist es halt schon sehr brachial wieder, ne? Also es haut schon echt gut rein, so. Und das ist, ich finde geil, dass du auch sagst, dass du das geil findest, so, weil du ja auch so einen ganz eigenen Geschmack hast, okay, und auch immer gut bewerten kannst, was, ja, was irgendwie gut und was schlecht produziert ist. Also ich ziehe da auch den Hut vor euch. In dem Sinne, weil ihr habt euch auch nochmal nicht nur erfunden, aber auch wieder gesteigert.
Das schaffen wir irgendwie immer, wir alten Veteranen. Aber ich weiß, wie schwer das ist, wenn man dann neue Sachen feilt und so. Was Neues reinbringen will, ist ein neuer Style. Und finde ich übelst Bombe. Und ich wollte euch nochmal danken, weil ihr habt zum ersten Mal einen lachenden Boogie im Video. Immer wenn ich in die Videos komme, sagen die, ey, hier ist ja alles grün, wo sind denn die Ghetto-Wände? Ich sage, ich bin Langwitzer, hier ist alles grün und trotzdem Ghetto. Dann sagen sie, guck mal böse. Und ihr habt mich ja so schön lachend da eingefangen. War ja sehr schön und war sehr komisch auch für mich, mal morgens ins Stripclub zu gehen. Ich hatte ja einen Jetlag davon, weil ich war, die ganze, war Zeitverschiebung. Ich dachte ja, ja, weil alles dunkel. Dann dachte ich, jetzt gehst du nach Hause schlafen und dann fing der Tag erst an. Naja, aber war mal was Neues wert. Das war auch beim Dreh, du warst ja auch von morgens früh bis spät am Start gewesen. Ja. So. Und Takti hat ja zum Glück erst auf den Nachmittag drehen müssen, so. Das, zu seinem Glück. Aber mir ging es am Abend auch so beschissen, Alter. Mir ging es so, ich war richtig, ich hatte so ein, ja weiß nicht, wie drei Tage durchgemacht, gesoffen, sonst was, weil der Rauch da drin auch stand. Wie in den 90ern. Ja, wie in den 90ern. Und dann, wie gesagt, ey, das ist schon, ja. Aber man kann sich über andere Sachen beschweren. Ich meine, jetzt den ganzen Tag im Stripclub abzuhängen und so ist jetzt... Ich war schon auf schlimmeren Orten, du auch. Selbstverständlich. Ach, auch ja. Wie hast du es empfunden? Das erste Video mit Easy Does It war Bombe, oder? Zusammenarbeit? Habt ihr euch wohl gefühlt da, wie das alles abgelaufen ist? Kein Kommentar. Ja, ja, waren sehr professionell, da waren ja bestimmt 15, bei mir am Set ist ja mal ein Kameramann, meistens ja, aber dann, da waren ja 15 Leute oder so beschäftigt mit dem ja. Bild. Guck mal, man muss sagen, Che macht einfach unfassbar krasse Arbeit, so, der halt die ganze Regie übernommen hat und Easy Dazzles hat halt die Produktion von dem Video gemacht und so und die sind einfach ein krass eingespieltes Team so und das merkst du auch am Set und das, was am Ende rauskommt, ist halt dann auch... ist halt was Handfestes, so, weißt du, es hat halt Hand und Fuß von vorne bis hinten durchdacht und geplant und nicht einfach nur die Kamera draufgehalten, so, du weißt halt auch ganz genau deinen Zeitplan und hast deinen Zeitplan am Set, so, und so wird es dann auch gedreht und eingefangen und so, und das Geile ist, dass du halt auch immer irgendwie deine Leute am Start hast, weißt du, bei so einem Dreh, so wie wenn du jetzt mit im Video bist, weißt du, und so, du hast ja dann irgendwie eine geile Atmosphäre beim Set, für mich ist es voll wichtig, so, dass man so mit allen irgendwie, ja, gut auskommt, so, und dass jeder auch weiß, was der andere zu tun hat, so. Genau, zu den Leuten auch steht, mit denen man im Video ist. Ja, so ein bisschen Professionalität. Voll. Ist schon wichtig, aber auf eine lockere Art und Weise, halt, so, auf so eine freundschaftliche Atmosphäre. So. Ich will nicht petzen melden, muss ich. Ich habe auch erst mit Easy Does It ein Video gedreht. Das ist ja schon bei Facebook habe ich schon gepostet. Die Leute können sich auch was gefasst machen. Kommen wir wieder zu eurem Projekt. Das Projekt Gott. Sehr kontroverser Titel. Kontroverse Tracks. Da petze ich jetzt, wenn ich sage, dass ich auch auf einen Track vertreten bin. Nee, ist alles schon draußen. Echt? Die Liste ist draußen, ey. Die Box ist draußen, wir machen da jetzt gar nichts. Vorhang mehr. Auf, Teil 3. Unfassbar. Ich bin drauf, dieser Track ist unfassbar. Nostalgie pur, gemixt mit neuen Ghetto-Sound und unfassbar. Ja, und ich heiße ja, ich habe meinen MC-Namen auch gewechselt, ich heiße jetzt wieder Unfassbar Er Solo, also das bin ich trotzdem, das ist mein AKA. Danke, dass ich drauf sein durfte. Ja, danke, dass du dabei bist. Ehrensache, Ehrensache. Ja, ey, es ist, das ganze Album ist, also auch, wir haben auch auf einem anderen Song haben wir noch Sido, Prinz Pi und Materia mit drauf. Der Song heißt Kein Geheimnis, deswegen auch kein Geheimnis, was Features angeht und sonst was. Es ist, die Box hat nochmal irgendwie zwei Bonustracks drauf. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Solo-Song von Taktlos, auf der anderen Seite einen Solo-Song von mir. Und damit kommst du insgesamt auf 16 Songs so. Und ja, wir haben halt coole Features drauf. Jack Orson ist drauf dem Album. Auf unserem Song noch Chorus und Justus Jonas. Mit einem überkrassen Part auch. Ich finde den überheftig. So, der kommt halt da an und macht halt einfach mal Rambazamba. Voll krass. Ja. Die alten Arzen alle am Start. Ja. Ja, und ansonsten, ja, dein Part ist auch mega, mega krass. Ich finde den überkrass. Ja. Wir sind's. Ja. Was war das letzte, was du released hast? War das auch, wo das Konzert war, Takti? Die letzte Box war mein letztes Release. Release war? Ja. Da war eine letzte EP drin mit 4 oder 5 starken Titeln. Dann noch ein letztes Mixtape. Ich hab sie auch. Ja. Unfassbar. Und bei dem Konzert muss ich nochmal ansprechen, Takti. Ich dachte, du bist sauer auf mich, weil alle auf mich sauer waren, weil ich stunken betrunken war und so. Und ich war ja so gerührt, wo ich mich am nächsten Tag entschuldigt habe bei dir und du gar keine Entschuldigung annehmen wolltest, weil du gar nicht sauer auf mich warst. Danke.
an der Stelle. Die Sache ist ja die, wenn alle so betrunken und gepöbelt hätten wie du, dann wäre es scheiße gewesen. Aber wenn es nur einer ist, der raussticht, dann ist es schon schön. Ich liebe dich, Bruder. Unfassbar, wie Sido sagt, ich soll kommen. Das ist erst, was Sido sagt. Ich glaube nicht, dass Boogie das noch schafft. Ich weiß ja gar nicht. Unfassbar, nee. Damals hat mich Arzt immer morgens in den 90er Jahren Ende, haben sie mich abgeduscht, abgesammelt. Und dann musste ich weiter saufen, weil ich keinen Kater habe. Dann ging's ab in Zug und los. Ja, Entzug. Unfassbar, ja, die alten Zeiten. Ich war das erste Mal auf einer CD, das war 98, das war deine CD. Das war die BAP, die hängt bei mir bei den heiligen Sachen. Aber ich habe die Nummer vergessen. Welche BAP war das, wo ich drauf war? Die grüne, Bro. Die BAP 3. Schande über mich. Der erste Vorhang ist da aufgegangen. Vorhang auf 1 und ich bin dankbar, ich durfte dabei sein. Mann, die Leute werden nur sagen, Boogie kriegt Arsch, dankbar, dankbar. Aber ich bin manchen Leuten gegenüber so undankbar mit Recht und diesen Leuten bin ich sehr dankbar. Mann, das war lange her, 98 war es, war? Verrückt. Wie viele Releases hast du seitdem? Naja, ich habe das jetzt nicht so nachgezählt. So 2, 3 sind es schon. Oder ein paar mehr. Oder 4, 5. Hast du mal nachgezählt? Bei mir? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es sind schon ein paar. Weil ich finde es immer so komisch, die vergleichen mich immer als diesen Mr. Release. Und dann sage ich immer, ja, dann zähle ich euch immer auf, ihr habt mehr. Nee, du hast mehr. Ja? Ja. Mehr? Genauso, oder? Du hast schon sehr viel Release. Ich meine, du kommst jedes Jahr mit einem Album oder hast nochmal irgendwie irgendwas, wo du mitwirkst und so. Du hast schon. Na, liegt ja daran, dass mich nie einer bucht. Ich bin nie auf Tour, also immer mehr Zeit mit den Alben. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ja, du bist aber auch ein äußerst kreativer Kopf. So, ja. Weißt du, also du musst dich halt auch irgendwie entfalten und schreiben und so. Und du machst ja nichts anderes, so, weißt du, außer und so ein paar Sachen nebenbei. Du als einer meiner besten Brüder und Taki kennt auch ein alter Weggefährte, auch ein sehr guter Bruder. Ihr wisst ja auch, für mich ist das wie Therapie. Also ich brauche das, mach den Kopf frei. Das tut immer sehr gut und ich glaube, ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Nee, auf gar keinen Fall. Es ist halt einfach, man kommt auch, glaube ich, immer wieder dahin zurück. Voll Therapie auch auf jeden Fall. Und dann, wenn man auch weiß, dass man anderen Leuten damit eine Freude macht, doppelt so gut. Wenn man damit noch Geld verdienen kann. Wollte ich gerade sagen, dreifach so gut. Groupies, vierfach so gut. Alles gut. Ja, Mann. Ich bin Euphorie, Mann. Sitzen wir alle auf der Couch? Ja. Das erste Video wurde schon losgelassen auf die Menschheit. Wann feuert ihr das zweite Geschoss ab? Es ist ja immer ungewiss, wann diese Interviews online gehen und wann die rauskommen. Aber jetzt gerade sind wir in Planung von nächsten Video. Schon abgedreht? Noch nicht abgedreht. Nee, wir planen das jetzt gerade. Und das wird wahrscheinlich ein Video zu einem Song von dem Tape, was es exklusiv nur in der Box gibt. Wir haben jetzt so eine Kassette gemacht, eine original Vierspur-Kassette. Da bist du jetzt nicht drauf, aber wir haben da halt andere Features, die haben wir noch nicht bekannt gegeben. Und die Songs sind alle so original entstanden, so wie wir früher immer aufgenommen haben, bei mir oder bei Mach oder mit Takti, die Songs original. Das war auch voll das krasse Retro-Feeling. Glaube ich dir. Und dazu wollen wir ein Video drehen zu einem Song, exklusiv. So, und dann wird es auch, das wird so der einzige Song sein, den es digital geben wird. So, weißt du? Also, du kannst halt auf YouTube, kannst diesen Song mit Video gucken, aber sonst gibt es das wirklich nur auf Tape, weder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen noch auf YouTube. Ja. Ihr als alte Hasen auch, was sagt ihr? Heute gibt es bessere Möglichkeiten, das Ding zu promoten, oder war es früher besser, wo es weniger gemacht haben? Wie meinst du das? Na, ob du das siehst, wenn man jetzt heute anfängt, ja, weil viele junge Leute gucken auch Sendungen, die wollen mit Mucke anfangen, haben die heute, wie siehst du das, haben die mehr Chancen oder weniger? Wie seht ihr das? Na, ich denke mal, heutzutage hast du viel mehr Chancen, weil du ja im Internet brauchst du ja einfach nur auffallen. Wenn du es schaffst, im Internet aufzufallen, dann hast du ja schon mal die ersten Fans und so die erste Resonanz und... Aber irgendwie ist der Markt so überschwemmt. Früher war es irgendwie so cool, wir haben Tapes gemacht, keine Promo, alle haben sich drauf gestürzt. Ich will diese Zeit zurück, wir brauchen eine Zeitmaschine. Also für mich persönlich ist physisch auch immer noch was Geiles. Ich finde Schallplatten immer noch mega geil, Kassetten. Auch du warst der krasseste Tag, bloß mal mit deinen CDs verkaufen. Du konntest nach Mülltonne Müll verkaufen. Du bist der krasse Verkäufer, dann habe ich dir einmal CDs gegeben, hast du auch dir noch am Mann gebracht. Der Hustler, die Hustler, ja. Ja, Mann. Unfassbar, die Zeiten vergehen.
Ja, vor allem, guck mal, wir mussten halt damals irgendwie gucken, dass wir auch durch die Städte fahren, dass wir von Berlin irgendwie in andere Städte unsere Musik bekannt machen und so. Irgendwie sind die aber auch auf uns gekommen, ich glaube durch irgendwelche Mail-Order, die es halt in Magazinen gab. Da gab es ja noch nicht, dass du irgendwie online bestellst und so. Und heutzutage kannst du das halt alles so übers Internet machen. Du kannst halt auch die Connection in andere Städte übers Internet knüpfen und so. Wenn dich jemand buchen will, dann braucht er nicht irgendeine Telefonnummer rausfinden oder so, sondern schreibt dir halt eine E-Mail oder geht auf deine Facebook-Seite und schreibt dich an. Also heutzutage. Also auch das Positive sehen, wie Bastard immer sagt, alles Positive sehen. Finde aber krass schon, ich weiß noch früher, wie wir uns auf Alben gestürzt haben. Wir waren in deinem Zimmer, hatten Schallplatten, haben dann erstmal eine Schallplatte monatelang gepumpt. Heute machst du das Internet an, du kriegst alles. Überflutung. Wie mit den Pornos, wie bei allen Sachen. Unfassbar. Früher immer nur auf einen Film gekeult. Immer nur derselbe Film. So irgendwann, ja, die Stelle. Power echt? Ja. Mit Spulen. Ja, unfassbar, Alter. Was pumpt ihr zurzeit am Mucke? King? Vor kurzem ist Devin the Dude, ein neues Album rausgekommen. Ja. Mhm. Ihr wart auch auf einem Konzert zu sehen, habe ich gesehen bei Facebook. Ja, das war sehr gut. Cool. Ja, sehr gut. Also überhaupt die ganzen. Du bist ja auch so ein Rap-A-Lot-Fan. So Rap-A-Lot ist heilig. Und Devin, das neue Album finde ich auch sehr geil. Ist mega chillig und so. Und eigentlich, also ich muss sagen, ich ziehe mir zurzeit irgendwie alles rein, was mir unter die Nase kommt. So. Ich feiere einfach. Mal, also weißt du, es gibt einfach so viel gute Musik, so ich feiere einfach mal unfassbar viel. Ja. Ja, zurzeit auch wieder ein bisschen Rap-A-Lot bin ich in Nostalgie. Die sind 25 Jahre Anniversary-Sampler. Unfassbar gut, hast du mir gezeigt. Mhm. Ja, das ist geil. Das ist ein sehr gutes Album. Rap-A-Lot eh, beste Label der Welt. Ja, beste Label der Welt. Mit Fick die Biatch, Proletik und noch mehr Ketten natürlich. Die stehen außen vor. Ist eine Tour geplant, Jungs? Oder ein paar Gigs-Tour, jetzt immer so übertrieben an Tour-Gigs? Ehrlich gesagt haben wir darüber noch nicht so viel geredet, sondern erstmal an der Musik gearbeitet. Und voll richtig. Genau, und dann mehr so an dieser ganzen kreativen Geschichte. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir das auf die Bühne bringen wollen. Ob wir jetzt eine Tour machen, ob wir vereinzelt Konzerte spielen. Mal schauen. Würdest du mich noch auf die Bühne lassen, King? Jederzeit. I love you, bro. You don't have to bring me flowers. Aber vorhin, als die Kameras aus waren, habe ich auch schon gesagt, so, das ist so, MC Boogie ist einer der wenigen Rapper, der sich wirklich richtig zusaufen kann und trotzdem gut rappt auf der Bühne, auf den Takt und das alles hinkriegt und wirklich so. Oder Freestyle. Oder bei Arzt gerade Freestyle. Wir sind hier schließlich im Westen, wa? Aber die Reime sitzen. Ja. Weißt du, die Reime sitzen, selbst wenn du manchmal nicht mehr stehen kannst. Ich kann mich erinnern bei Be Tight beim Konzert, wo du einmal warst. Erst mal Sido sagt, glaub nicht, dass Boogie das noch schafft. Ja, da war ich ja nicht bei gewesen. Aber ist Be Tight! Da war so eine Jägermeistermaschine auf der Bühne und das war schon hart an der Grenze, muss ich sagen. So, und ich dachte echt, du kannst nicht mehr stehen. Und dann haben dich zwei Leute haben dich gehalten und dann hast du das Mic genommen und hast so eine Stunde durchgerappt oder so. Mit Standing Innovations. Ja, das ging ja weiter. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte weiterging? Ja. Ich war ja sehr angetrunken. Hast du ja gemerkt, ich habe ja sehr viel getrunken. Ich wurde ja vom Jägermeister gesponsert. Mhm. Klingt gut, ist aber so. Ja? Dann wart ihr natürlich die besten Atzen. Ist ja ganz normal. Fahrt mich nach Hause. Ist ja selbstverständlich. Ja? Wer lässt einen Bruder in so einen Zustand gehen? Ja? Ich habe mich aber zu einer Freundin, sage ich mal, fahren lassen. Ja? Also zu der Babymama besser gesagt. Die war natürlich sauer, dass ich einen gesoffen hatte. Ja? Hat sie mich gleich wieder rausgeschmissen. Dann wollte ich nach Hause. Na, habe ich weiter gesoffen, höre Mucke, ja, habe immer meinen Walkman dabei, bin im Bus, und der eine ist noch gut, dann steige ich wieder bin noch besoffener, auf einmal denke ich, warum gucken mich alle so böse an? Verschwörung, keiner mag mich, alle gucken mich an, schütteln den Kopf, spucken auf den Boden und so, habe ich den Joint angehauen, den M82er. Und mir war keine Schuld bewusst, so ging der Abend, ja. Gab es auch eine Menge Ärger, aber war an dem Abend dann irgendwie, am nächsten Tag konnte ich mir ein paar Sachen erinnern. Ja, aber ey, Dings, trotzdem, also wie gesagt, nichtsdestotrotz, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, dass du einen Joint da drin geraucht hast. Wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr daran erinnern, was du auf der Bühne gemacht hast. Aber wie taktlos schon sagt, Freestyle. Das ist so, du kommst ja aus dem Freestyle-Bereich. Ja. Du hast ja früher immer schon gefreestylt und so. Ich kann mich auch an ein Battle erinnern, das war sogar gegen hießen Justus Jonas und so Funkfüchse? Ja. Funkfüchse. Mhm. Da hast du mal ein Battle gemacht in Steglitz, war das, glaube ich, sogar gegen Funkfüchse. Das war schade. Aber meine Synapsen sind verkümmert. Erzähl, Space. Du hast alles erzählen. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass du halt krass gerappt hast damals schon. Das war noch vor der Tape-Zeit.
Mann, wir haben uns ja kennengelernt, Mann. Du warst einer der ersten, der Aufnahmen hatte. Du und Aldo hatten damals schon, wie hieß ihr? Wie hieß eure Gruppe? Wir hießen Overtext. Overtext. Ihr hattet die ersten Aufnahmen, war da ja, verrückt. 97, 96. Mhm. Mr. Ja. Pionier, da ist mal erwähne über die Blume. Und du sowieso. Alle kommen von Hip-Hop, alles hier Hip-Hop-Kings, wa? Ich glaube, wenn jetzt eine Granate ins Haus hier fällt oder unten die Gasheizung in die Luft geht, ist West-Berliner Rap tot, wa? Ja. Was soll ich noch sagen, wa? Ja, sehr hoch gegriffen, aber. Aber wir sind Gott. Das, also, das lasse ich jetzt so stehen, aber das ist taktlos, sagt, was er will. Unfassbar, Mann. Ich hatte so viel Anspruch an dieses Interview. Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich weiß alles über euch. Ich weiß nicht, was die Leute nicht wissen. Das ist so verrückt. Ja, das ist immer das Ding. Ich glaube, so Kleinigkeiten, die man dann irgendwie so untereinander sich, die für einen normal sind, sind wahrscheinlich für einen Außenstehenden viel interessanter als irgendwelche Sachen, die man sonst halt auch in meinen Interviews quatscht. So. Da erzähl ich mal die Geschichte, wo ich dich lieben gelernt habe. Und taktlos auch lieben gelernt habe. Das war im gleichen Jahr. Kommen wir später. Zuerst bei dir, ja. Wir waren, ich hatte einen Konflikt. Ja, wir waren nach der Schule, war eine Abendschule, war ein Konflikt, da waren 15 Leute vor der Schule, wollten mich verprügeln. Und du bist mitgekommen. Und wir dachten eigentlich, wir kriegen Endschläge. Dann kam auch von meinem Freund, der große Bruder, und hat mich doch gefragt, dass ich mich ausziehen soll zum Einzelkampf. Und hat sich keiner getraut, gegen mich einen Einzelkampf zu machen. Haben wir die nach Hause geschickt. Und einmal standen 20 Leute Langwitzkirche, weißt du noch, im Auto? Da war richtig Kacke am Dampfen. Da heißt Space, du brauchst gar nicht mitkommen. Da wird eh nur gestochen oder geschossen. Da gibt's keine Klopperei. Und Space kam mit. Einer der loyalsten Brüder hier. Props an Jatzen und taktlos sowieso immer der Teacher. Taktlos ist der Teacher, der West-Berlin Teacher. Der erste, der mich auf sein Tape genommen hat. Props. Eigentlich hätten wir die Sendung auch Props nennen können. Wir spielen uns die ganze Zeit Honig um den Mund, aber ich kann eigentlich nur positiv über euch berichten. Habt ihr irgendwas auf den Lippen, was ihr sagen müsst? Du, ey, ich kann das nur zurückgeben, weißt du, ich meine, das ist jetzt so dumme Schleimerei, weißt du, aber ich meine, wir sehen uns ja eh auch jeden Tag und haben viel miteinander zu tun so und wir kennen uns jetzt alle schon so lange und wir machen einfach so lange schon Musik miteinander und haben auch privat zu tun so und du bist einfach einer der ehrlichsten, krassesten Menschen, die es gibt so, weißt du, und ich feiere das so unfassbar, wie du dich in den letzten ein, zwei Jahren so, keine Ahnung, wieder so in die Öffentlichkeit gebracht hast, weißt du, und dich wieder so nach vorne gekämpft hast, so, weißt du, und auch wie du sportlich fit bist und ja, das ist einfach steh so. Auf Männchen. Um dir einfach auch nochmal die Props zurückzugeben, so, weißt du, so steh auf Männchen so und ich habe jetzt die neuen Songs von deinem Album auch gehört, so, und ich finde einfach, das ist so, weiß ich, man merkt einfach, dass wir alle aus einer Zeit kommen, so, weißt du, und dass wir irgendwie eine Schule durchgemacht haben, aber nie stehen geblieben sind, weißt du, dass wir immer weitergemacht haben, wo andere irgendwie aufgehört haben und in einer Zeitepoche stehen geblieben sind und so, sind wir Künstler, die sich irgendwie immer wieder neu erfinden können, ohne der Linie untreu zu werden. Ja, ohne der Linie untreu zu werden, weißt du, und trotzdem immer stolz auf das sind, was sie halt irgendwie schon von Anfang an sind, so, weißt du, nämlich einfach Kings, so, also ist einfach so, muss man einfach mal sagen. Ja, und da gehörst du definitiv zu. So. Du brauchst uns jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit hier mit Props zuschütten, genau, so, weißt du? Das? Hör mal auf jetzt, ja? Ja, Jungs, ich liebe euch, Mann. Also. Ja, nee, ey, das ist voll, wir wissen es voll zu schätzen, so, weißt du? Und für die Leute draußen auch, so, weißt du? Aber du gehörst einfach mal mit zu dieser Liga, so. Das ist einfach so. Also den Mann rufe ich immer an. Den rufe ich immer an. Wenn ich einen Anruf nur anhabe, rufe ich Arzt an. Einmal rufe ich, ICK sucht mich überall, bring das Tape zu Halli oder irgendwas, habe ich gesagt, ich weiß es nicht, Alter. Immer der Mann in der Not, der natürlich immer hier einer, der die Fahne für den Westen oben hält, würde ich mal sagen. West-Berlin. Mhm. Gibt's nach eurem Collabo-Album schon wieder einen neuen Plan? Ich werde jetzt schon wieder sehr eine eigene Sache, es wird so ein Boogie-Angetouched-Interview, das Basco-Album, das kündigen wir dieses Jahr noch nicht an, das kündigen wir erst nächstes Jahr wieder neu an. Was gibt's danach? Was ist los danach? Schon ein Plan? Du. Kleinere Releases, kleinere Gigs oder irgendwas? Also wir haben gerade jetzt so lange und intensiv an diesem Ding geschraubt und gearbeitet und waren die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, dass es jetzt irgendwie für mich jetzt auch keinen Sinn machen würde, irgendwie über Projekte danach nachzudenken. So, das ist einfach so, jetzt ist es noch so aktuell und es macht auch noch so ein, weiß nicht, also es macht jetzt noch keinen Sinn, irgendwie was anderes. Das ist immer auch, ja, ist richtig. Das ist ja richtig. Also manchmal ist es auch geil, sich kreativ gleich nochmal weiter zu betätigen und so. Und das, aber jetzt bei mir jetzt persönlich gerade nicht so. Also ich bin jetzt gerade noch voll in dem Flavor drin. Voll. Ja. Es ist auch ein super starkes Album geworden. Da muss man auch selber erstmal so
mit klarkommen. So, es ist jetzt so, sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, ey geil, es ist halt genauso geworden, wie wir das haben wollten. Super stark. Apropos Props, unser Produzent. Ja, produziert von Hell Yes. Dave, super krasser Mann. Alle Songs oh, komplett. So. Also wir haben Co-Produktionen drauf, Vorhang auf, hat der DJ Reckless co-produziert und einen Song auch Locke von der LD-Crew. Ah, kennst cool. du auch noch? Props an Locke, Props an Reckless. Props an Locke, der hat aber auch bei dem Props an den, der alles gemacht hat. Wie aber Hell Yes, absolut krass. Hell Yes ist die Crew von Spectre, Basti und Dave, weißt du, von Dumme okay. Jungs und Spectre, so, weißt du, und ja genau, und Dave ist einfach so der Sound King. Toll. Darf ich noch hinzufügen? Genie. Alleine braucht er harte Nerven, um mit euch beiden zu arbeiten, wa? Das lasse ich mal so im Raum. Du wolltest im Raum lassen, was erwartest du jetzt? Nee, es war überhaupt gar kein. Also, es war. Also, ich würde sagen, da haben sich drei Leute zusammengefunden, die wirklich gut miteinander so verknüpft arbeiten können, weißt du, und die sich auch so gut verstanden haben in dem, was sie machen. Habt ihr erst Beats gepickt oder wie seid ihr vorgegangen? Wir haben vorproduziert. Also, wir haben sozusagen Skizzen vorproduziert. Auf gemeinsam. Frankenstein, also Frankenstein? Frankenstein-mäßig, nur dass wir die selber zusammengebastelt haben. Also okay. Wir haben jetzt nicht, wie du jetzt gesagt, wir nehmen uns jetzt irgendwelche bekannten Beats oder so, sondern wir haben da schon wir haben es bei zwei Songs, glaube ich, sogar so gemacht, dass wir fertige Dinger genommen haben. Aber ansonsten haben wir die uns dann selber so zusammengecuttet und Snares gesetzt und so ein bisschen. Ja, und dann haben wir halt darauf Songs geschrieben und Hell Yes, Dave hat daraus dann richtige Lieder gemacht. Wie seid ihr auf den gestoßen? Er wurde mir von ihm empfohlen, weil er hat ja schon sein letztes Soloalbum zum größten Teil produziert, wenn ich das richtig sehe. Mhm, genau. Ah, siehst du? Ja, das Mutterficker-Album war auch schon komplett von ihm produziert. Habe ich immer nicht alles auf dem Schirm, unfassbar. Ja. Nee, da hat er auch schon gute Arbeit gemacht, das kann man ja so im Raum stehen lassen. Ja, es war wirklich, also auch schon, da war ich auch mit der Arbeit schon komplett zufrieden. Und dann ging es eigentlich im Fluss auch gleich weiter. Nach der Produktion von meinem Album haben wir uns zusammengetan und wussten jetzt nicht, mit wem wir das machen sollen. Und dann haben wir halt irgendwie zwei, drei Namen in den Raum geworfen und ich war gerade auch einfach auch so in dem Fluss mit ihm drin, so dass ich ihm das vorgeschlagen habe. Und das war die richtige Entscheidung. Welche Studios wurde es aufgenommen? Das haben wir alles hier bei uns in den Studios aufgenommen. Cool. Später wurden noch Korrigierungen gemacht, so dann hat Taklos bei sich im Studio und ich bei mir im Studio nochmal einzeln aufgenommen, aber im Prinzip haben wir erstmal alle Songs gemeinsam aufgenommen und haben dann nur Feinschliff jeder bei sich gemacht und die Produktion komplett dann nochmal von Helios überarbeitet und so. Wenn wir von Produktion reden, du hast es oft und Taklos auch immer und ich auch bei einem Album Probleme mit dem Index. Da waren ja viele Probleme. Habt ihr bei diesem Album wieder frei nach Schnauze? Habt ihr extra das probiert zu vermeiden? Oder mal, wie seid ihr da vorgegangen? Weil die dich ja immer sehr geschnitten haben. Habt ihr dann probiert, ein paar Sachen zu vermeiden? Und wie geht man da vor, wenn man diese Eierköpfe immer am Arsch hat? Wir haben nicht einmal drüber nachgedacht oder darüber geredet. Okay, gut. Also wir haben einfach volle künstlerische Freiheit genossen. Ja, man also, steckt ja auch nicht drin. Mein Abschirm City-Album würde ich meinen Sohn vorspielen und das ist auf dem Index. Also ich, ja. Wegen einem Satz, da sage ich, das ist Holocaust-Rap. Ja, ist wohl klar, dass ich den Holocaust nicht als positiv empfunden habe oder empfinde, aber das ist ja, jeder Rapper weiß, wie ihr Gott, ja, das ist, wer die Sprache kennt, weiß genau so eine Floskel zu verstehen, aber die machen ja ihnen oft das Leben schwer. Erstmal fickern die alle. Ja, nee, wir haben eigentlich ziemlich hart auf die Kacke gehauen auf dem Album. Gab es bei Mutterficker Probleme? Bisher noch nicht. Bei deinem letzten King? Mein letztes Soloalbum ist von 2004. Das kam nicht auf dem Index. 2001 kam mal ein Album auf dem Index. BRP7. Du hattest da nicht so viel zu kämpfen wie Arzt, oder? Oder auch viel. Sind die auch einmal wie die auch Bude gestürmt und so wegen der Scheiße auch mal? Wegen Musik nicht? Ja. Nee. Na, wie andere Sachen bestimmt, aber wegen Musik nie direkt, wa? Nee. Ah. Unfassbar. Ja, Zeit vergeht, Freunde. Ja, ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so heftig
mit dem Indizieren, oder? Mhm. Ich hab's nicht auf dem Schirm, ich weiß nicht, aber gab's da nicht zu unserer Zeit so eine extreme Indizierungswelle? Ja. Und mittlerweile hast du doch die Scheiße in den Charts hoch und runter laufen. Ja. Da quatscht doch jeder, was er will. Kokaina. Ja. Weißt du, und so. Wobei ich sagen muss, unser schönes Video, ich schwöre, wurde jetzt gerade ab 18 beschränkt. Was? Ja. Jetzt ohne jetzt künstlich aufzuregen, da das Ich schwöre Video, was ich gerade so gefeiert habe. Mhm. Was ist daran, was man nicht ab 22 Uhr im Fernsehen sieht oder eigentlich schon um 10 Uhr im Fernsehen? Nee, wurde von wem auf? Von YouTube. Von YouTube. Von YouTube selber. Sex, Drogen, Gewalt, ganz normal. Das Normalste der Welt eigentlich mittlerweile. Ja. Ja, ich finde das auch mal so riesen Doppelmoral. Ja, es ist ja auch deswegen. Und was müssen die jetzt machen, wenn sie sich das weiter angucken? Müssen sich anmelden, über ein Konto erstellen, wa? Du musst halt ein Konto haben, um dir das angucken zu können. So, aber man kann es ja auch auf unseren Facebook-Seiten sehen, das Video. Das geht auch. Ich, der jetzt zum Beispiel nicht so ein Konto erstellen kann, weil er das nicht kann, weil mein Computer schlecht ist, kann das Video jetzt nicht sehen. Also unfassbar, wa? Hm. Hast du kein Konto? Nee. Ich habe bei nichts ein Konto. Davut, gib ihm nochmal einen Zugang zum TV-Straßensound-Dings. Dann, bist ja, dann du da. Poste ich und voll so auf lustige Sachen. Dann ist er Administrator und kann da ein bisschen paar. Nein, danke. Ich probiere alles zu vermeiden. Videos aus seiner Bude so nachts um 3 Uhr nachts so hochladen, ja, auf dem TV-Straßensound. Könnte gut sein. Unfassbar. Ja. Nee, reden wir in einem Jahr nochmal drüber dann. Ja. Genau am selben Tag wieder. Ja, ich bin bei Twitter, obwohl ich nicht da bin. Ein bisschen falschen Boogie, aber. Du hast mir aufgetragen, dass ich langsam mal modern werden muss. Hast du Twitter und Instagram, Kingsley? Instagram habe ich nicht. Twitter-Account gibt's, aber der ist ziemlich... Privat? Nee, nicht privat, aber da passiert nichts. Aha, okay. Das letzte Mal habe ich da was vor 3-4 Jahren, glaube ich, geschrieben. Hast du ein Passwort noch? Ja, jein. Ich habe für alles dasselbe Passwort. Okay. Mein Nachbar hat sich letztens mit einem Yappi-Profil eingeloggt und Leute angeschrieben. Unfassbar, die alte Nachbarin guckt mich böse an. Ja. Ich wusste nicht, dass es Yappi noch gibt. Ja, unfassbar. Naja, aber man muss mit der Zeit gehen, war Arzt, das sagst du ja immer. Ich fand die MySpace-Zeit am geilsten. Also MySpace war eine sehr gute Plattform. Facebook bin ich leider ein bisschen zu spät rein. Da habe ich nicht so, ich komme da nicht so rein. So, ich kommuniziere zwar immer mit den Leuten und ich beantworte auch gerne Nachrichten und finde es cool so. Aber irgendwie finde ich dieses schnelle Agieren auf Twitter oder Instagram finde ich ein bisschen geiler, so, wo man einfach so alles nur noch in, weiß nicht, so auf, das ist ein bisschen wie, ja, scrollst einfach nur runter und so und hast einfach nicht viel, hast einfach nur ein Bild und einen Text oder nur Text. Ich finde, bei Facebook wirst du so zugeschüttet mit Scheiße, die du gar nicht sehen willst. Vor allen Dingen hast du wieder mit Leuten zu tun, die du extra nichts mehr zu tun haben wolltest. Genau so sieht's aus. Ja. Ey, wir haben doch mal in der Grundschule eingekifft, machst du ein Feature klar? Kennt ihr sowas? Ja. Ja, unfassbar, Alter. Männer, habt ihr noch letzte Worte, wie das Album pushen, Release? 26.05. ist Release von dem Album. Es gibt eine limitierte Vinyl auch davon, eine Schallplatte, auch super geil designt. Die gibt es aber exklusiv nur bei hiphopvinyl.de, dass wenn die Leute sich die bestellen wollen und bei Amazon gucken, gibt es die Vinyl nicht. Und dann haben wir eine wunderschöne Box gemacht mit geilem Inhalt, wo wir dann auch echt darauf Wert gelegt haben, wie gesagt, also die Kassette, wo irgendwie nur Tape-Songs drauf sind, so, die wir halt wirklich so original auf 4-Spur aufgenommen haben. Dann ist da ein Wendebuch drin mit Graffitis. Ja, da kann ich auch was zu sagen. Ja, genau, da hast du auch noch mal krass geholfen. So. Da hat Boogie kam dann nämlich noch mal irgendwie mit einem Stapel von seinen ganzen Sachen vorbei und der hat so viel, Mann. Der hat richtig so Bücher vollgeklebt mit Bildern, Fotos und sonst da was. Hast du einen und so. Kram im Bad. Da haben wir wirklich ein paar, ja. Und genau. Der bleibt stecken, weißt du warum nicht? Weil die Türken sagen, wenn der Kram stecken bleibt, ist ein richtiger Mann. Da wurde ich belehrt. Ja, es ist, also die haben wir stundenlang eingescannt und so. Dann, ey, ohne dies jetzt zu pushen, ihr müsst euch das holen, wenn ihr Fans seid, weil diese Box ist super krass, diese Fotos sind echt geil und ihr werdet in Nostalgie zerschmelzen. Ja, die Box ist Gott. Also, ich glaube, andere, die eine Box machen, da ist meistens viel Schrott drin, aber bei uns... Ich finde, wenn ich eure Box gesehen habe, sind die anderen Boxen nur noch Blasphemie. Das hast du gut gesagt. Irgendwas noch am Schluss, Jungs? Ja, ey, besorgt euch die Box, besorgt euch das Album. Unterstützt West-Berlin-Rap.
Den echten West-Berlin-Rap und bestellt Boogies Album vor, sobald es kommt. Eigentlich cool, danke. Ja, nee, gibt eigentlich also meinerseits nichts mehr zu sagen. King der Kings? Ja, ich habe mir jetzt hier auch schon den Mund fusselig geredet. Ich nehme jetzt erstmal einen Bonbon und dann machen wir Feierabend. Das war der letzte Teil und Dr. Sex aka Frauenarzt und Taktlos, Boogie Dazen Keeper für TV Straßensound. Das Album kommt, bam!